Unser Projekt ist Hebelkraft erspüren, bärenstark durch Hebelwirkung. Wir erarbeiten Unterrichtsideen am Schülerforschungszentrum für Kolleginnen und Kollegen in der Grundschule im Primarbereich, weil die einfach Angst haben, Naturwissenschaften zu unterrichten. Hier haben wir jetzt eine Werkstatt entwickelt, eine Station, wo die Kinder das Problem der Hebel überhaupt erstmal erspüren, denn für sie ist es eigentlich gar kein Problem. Normalerweise lässt sich eine Flasche öffnen, eine Tür öffnen, hier ist es dann. Ohne Türklinke, Flasche öffnen ohne Öffner, und die Kinder erspüren nachher den Unterschied, wenn sie die Werkzeuge zuordnen, mit dem Flaschenöffner die Flasche öffnen, mit dem Nussknacker die Nuss öffnen. Wenn wir das haben, gehen wir rüber zu einer verlängerten Türklinke. Dort sollen sie vermuten, wo brauchen sie mehr oder weniger Kraft. Und hier benennen wir dann auch den Drehpunkt und den Hebelarm und formulieren dann auch ein einfaches Hebelprinzip. Je länger der Hebelarm, desto weniger Kraft brauche ich, oder je kürzer der Hebelarm, desto mehr Kraft brauche ich. Und die Kollegen haben einfach Hemmungen, und wir haben überlegt, wie können wir denen die Hemmungen nehmen, indem wir eben mit ganz einfachen Alltagsmaterialien das versuchen umzusetzen und hier für die Kinder jetzt erstmal eine Werkstatt aufbauen, die auch für die Kollegen einfachst umzusetzen ist und die auch die Kinder motiviert, zu Hause mit Alltagsmaterialien weiterzuarbeiten und weiterzuforschen. Uns ist wichtig, das mit den Schülern aus dem Grund zu machen, weil die diese ganzen Kräfte und Nöte begreifen müssen. Und erst wenn sie es im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dann können sie auch darüber verfügen. Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, Kinder, je länger der Hebelarm, desto weniger Kraft, aber das hilft ihnen überhaupt nichts, und sie können da eigentlich nur durchs Begreifen auch letztendlich das Verinnerlichen und darüber verfügen. Die Schüler finden das Projekt bärenstark. Sie klopfen, hauen, legen sich ins Zeug, versuchen wirklich verzweifelt, diese Flasche zu öffnen. Es gelingt ihnen nicht. Manchmal muss man sie daran hindern, das mit den Zähnen zu versuchen oder an der Tischkante. Also die legen sich mächtig ins Zeug und sind begeistert.